162.000 Euro Rentenleistung für eine kaufmännische Angestellte. Guten Tag, mein Name ist Frank Weise. Ich bin Rentenberater bei Rentenbescheid 24 und verantwortlich für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Unsere Mandantin war langjährig Angestellte in einer Finanzabteilung eines großen deutschen Unternehmens und konnte lange Jahre trotz zunehmendem Krankheitswert ihrer Symptomatiken mit hoher Willensanspannung weiterarbeiten, schaffte es irgendwann nicht mehr, man sagt dazu immer überobligatorische Pflichterfüllung, und hat irgendwann da die Reißleine ziehen müssen und hatte natürlich die ganze Zeit immer Angst vor sozialem Abstieg, keiner will ein Sozialfall werden. Ganz wichtig natürlich auch hier. Ja, es bestanden dort eine Reihe psychischer Erkrankungen, eine Traumafolgestörung mit Angst- und Panikattacken, wiederkehrende Depression und irgendwann auch durch Beschwerden im Bereich Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Bandscheibenvorfälle mit einer chronischen Schmerzstörung. Damit konnte sie ihre hochqualifizierte Tätigkeit nicht mehr ausüben und stellte einen Rentenantrag. Dieser wurde 10 Monate später abgelehnt. Die Mandantin legte Widerspruch ein und wandte sich mit der Bitte um Hilfe an Rechtsanwalt Knöppel. Der beauftragte mich, ich prüfte die Akte der Deutschen Rentenversicherung auf Widersprüche in der medizinischen Sachaufklärung und begründete den Widerspruch umfänglich und detailliert 4 Monate später nach Ablehnung. Darüber hinaus empfahl ich der Mandantin einen tagesklinischen Aufenthalt. 3 Monate dauert er in der Regel bei psychischen Erkrankungen, um sie einmal gesundheitlich zu entlasten und auf der anderen Seite, dass wir medizinische Sachaufklärung haben, die wir verwenden können. Die Mandantin hatte auch große Angst vor nochmaligen Absolvieren einer Rehabilitationsbehandlung stationären in der Klinik beziehungsweise auch vor Gutachtern, und wir konnten sie beruhigen und sagen, dass diese Sachaufklärung ausreicht. In Zusammenarbeit mit den hervorragenden Ärzten unserer Mandantin, dem klinischen Entlassungsbericht, der entsprechend sachgerecht formuliert wurde, regelmäßige Kommentierung von Befundberichten und Unterlagen an die Deutsche Rentenversicherung, haben wir es geschafft, nach doch schon 6 anstrengenden Monaten den Rentenbescheid zu erhalten. Es wurde unserer Mandantin die eher unübliche, volle, unbefristete Erwerbsminderungsrente zugestanden für insgesamt 15 Jahre. Sogar 2 Jahre rückwirkend konnte der Leistungsfall festgestellt werden. Ganz toll aus unserer Sicht für die Mandantin. Und bis zur Regelaltersgrenze erhält unsere Mandantin eine Rentenleistung aus der gesetzlichen Rentenversicherung von 162.000 Euro. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit. Herzlichst, Ihr Frank Weise von Rentenbescheid 24.